liebe Waage, ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung in Sachen Liebe für die Monate Juli und August. Willkommen im Sommer und willkommen zum Berg. Deine Hauptenergie aus dem Deck Weisheitskarten der Liebe. So, da werden wir natürlich gleich gucken, was das ist. Nachdem ich auf die Karte eingegangen bin, ziehe ich eine Neunerlegung aus dem Tarot, kläre im Anschluss, was ich gerne klären möchte mit dem Lenormand und ziehe dann noch drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Eine für deine momentane Beziehungsenergie, eine für die Beziehungsenergie an sich und eine für dein Gegenüber in eurer Beziehung. Auf die Karte deines Gegenübers gehe ich dann in der weiterführenden Legung ein, lege das keltische Kreuz drumherum, gucke, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt es her, wo geht es hin und noch einiges mehr und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Den Link dazu findest du in der Infobox. In der Infobox findest du außerdem den Link zu den Kanalmitgliedschaften, den privaten Legungen, allen beziehungsweise auch nochmal alle Decks aufgezählt, die ich hier aufgelistet, die ich alle benutze und noch andere Links mehr. Ich freue mich, wenn du da vorbeiguckst, aber jetzt freue ich mich natürlich, dass wir hier starten. Ich lasse mich gleich in diese Energie fallen und du, beziehungsweise jetzt, und du guckst, dass du dich gut in dir zurücklehnst und wir jetzt hier du auch gut erkennen kannst, ob das hier deins ist oder nicht. Der Berg. Der Berg von der Grundbedeutung her bringt die Frage mit sich, muss ich wirklich über diesen Berg ächzen? Oder gibt es auch andere Wege, die ich nehmen kann und die vielleicht auch viel mehr meine Wege sind? So. Ich habe das Gefühl, Entschuldigung, verschluckt. Ich habe das Gefühl, dass du einen Berg erkennst. Dass du erkennst, wo du viel zu viel Kraft lässt, was überhaupt nicht nötig ist. Aus einem eigenen Thema raus. Und dass ich dieser Berg eigentlich vor deinen Augen anfängt aufzulösen. Dass du das spürst, dass du das mitkriegst, dass du es auch erkennst. Der Berg kann gehen. Das ist nichts, womit du weiter rumlaufen musst. Das ist mein Gefühl. Und das ist ja erstmal schon mal schön. So, ich werde jetzt erst die ganze Neunerlegung auslegen, etwas zu den Positionen und Grundbedeutungen der Karten sagen. Und wenn alles liegt, kommen wir in die Deutung. Die Hauptenergie der Neunerlegung sind die Zehn der Schwerter. Die können für unterdrückte Gefühle stehen oder auch für ein Ende, was man setzt. Die obere Reihe, mit der ich jetzt anfange, ist eine Entwicklung aus der Vergangenheit, auf der die präsente Entwicklung in der mittleren Reihe und die potenziell zukünftige Entwicklung in der unteren Reihe beruht. Müsste sich nur mal eine Karte zeigen für oben, aber na, so richtig möchte nicht. Vielleicht ist auch alles gesagt. Nein. So, aber da haben wir schon eine. Und zwar die Vier der Schwerter für einen Heilungsprozess. Dann haben wir die Zehn der Stäbe für Belastungen bzw. auch eine belastende Situation, die man beendet. Belastungen zur Seite schafft. Und dann haben wir noch eine Karte. Und zwar die Königin der Schwerter, die kann für dich stehen, muss aber nicht für dich stehen, kann auch für wen anders stehen, Männlein wie Weiblein. Eine Person, die schon über die Ratio geht, aber dabei nicht ganz unemotional ist. Die Sieben der Münzen, erste Karte der momentanen Entwicklung, einwachsen und gedeihen lassen oder auch mal die Dinge kommen zum Durchbruch. Dann haben wir auf der nächsten Position zwei Karten und zwar einmal den Ritter der Schwerter für aus einer Haltung heraus, die man sich geschaffen hat, seinen Weg gehen und da auch nicht mehr groß diskutieren. Manchmal rennt man auch vor einem Thema weg. Hier haben wir dann noch dazu die Fünf der Schwerter. Ein Denken, Handeln, Fühlen aus emotionalen Verletzungen heraus. Die erste Karte der potenziell zukünftigen Entwicklung mit den Neun der Schwertern.
für Sorgen, das Rad des Schicksals für, dass ich weiterdrehen möchte, wo sich das Leben weiterdreht, andere Zahnräder des Lebens anfangen ineinander zu greifen und die 2 der Kelche für Beziehung auf Augenhöhe. So, liebe Waage, wir fangen mit der Hauptenergie an und ich ziehe auch gleich 2 Lenormand-Karten dazu, aber ich werde mich jetzt erstmal einmal reinspüren. Ja, die 10 der Schwerter sind was, was dir noch zu schaffen macht und wo du hier ganz viel Klarheit drüber kriegst. Auch hier wieder, auch in den 10 der Schwertern, das ist der gleiche Nenner, energetisch wie die Karte der Berg. Da gibt es etwas, das macht dir noch zu schaffen und das möchte wirklich erkannt und losgelassen werden. Wir haben hier einmal die Sense, die steht für Unterschiedliches. Und den Mond für die tiefe Gefühlswelt. Ja, da ist etwas, was deine Gefühlswelt belastet. Das ist sofort da, sofort klar. Hier gibt es etwas, was deine Gefühlswelt belastet und es fühlt sich auch ein bisschen nach Angst an. So. Die obere Reihe mit den 4 der Schwertern, den 10 der Stäben und der Königin der Schwerter. Die 4 der Schwerter sind das Ende so halb eines sehr, sehr schwierigen Prozesses. Ne? Und wenn wir uns daran erinnern, viele Waagelegungen bis vor ein paar Monaten waren wirklich sehr, sehr emotional schwer, sehr, sehr schwer. Und für mich fühlt sich das so an, als würde das auch quasi daran anschließen. Die 4 der Schwerter, hier ist so ein und endlich ist Licht am Ende des Tunnels endlich, ne, von daher nicht ganz final, aber schon, man kommt auf den grünen Zweig. Die Eulen für Hektik, Stress oder auch Lebendigkeit. Und der Reiter für ein Weitergehen. Ja, eine wirklich stressige Zeit, das sind die Eulen, wird verlassen. Der Reiter geht weiter, der hält sich hier nicht weiter auf. Da ist auch viel gelöst, damit man weitergehen kann. Ne? Aber das ist hier die Energie, die wir hier haben. Dann haben wir die 10 der Stäbe. Die 10 der Stäbe für letztendlich das Verlassen der Situation. Das Verlassen der Situation. Und das Aufmachen auf dem Weg, der vielleicht auch nicht ganz klar ist. Ne? Das emotional verlässt man etwas, man verabschiedet sich von etwas oder hat sich von etwas verabschiedet. Und wie es genau weitergeht, das ist mein Gefühl. Das weiß man oder wusstest du an der Stelle nicht so genau, aber klar war, dass du dich von irgendwas distanzieren musstest, was dir überhaupt nicht zuträglich war. Die Königin der Schwerter. Oh, mit der Königin der Schwerter nehme ich dich extrem abgegrenzt war. Aber warte, ich muss noch mal gucken, ob das deine Energie ist, das habe ich gerade kurz etwas vernachlässigt. Ich ziehe mal 2 Karten dazu. Das ist eine extrem schneidende Energie. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das deine ist oder ob das von wem anders ist. Der Ring für
eine Beziehung oder auch Beziehungen. Und die Fische für Gefühle, da kann aber auch eine Person mit hinterstehen, die einem wichtig ist. Deine Gefühle für dich. Ganz starke Selbstanbindung, ganz, ganz tiefe Verbindung zu dir selber, der du alles andere unterstellst. Genau, also das hier, da lässt du nichts mehr drauf ankommen und deswegen auch mit der Königin der Schwerter, die diese schneidende Energie nach außen. Du hast dich hier nicht umsonst sehr lange aus schwierigen Dingen entwickelt und das hier ist ein ganz großes Loyalsein dir selber gegenüber, deinen eigenen Gefühlen gegenüber. Du bleibst in Verbindung mit dir und das ist primär, alles andere ist sekundär. So, die 7 der Münzen, die 10 der Schwerter und der Ritter der Schwerter in Kombination mit den 5 der Schwertern. Die 7 der Münzen sind dein eigener Weg, das, was du selbst für dich quasi entstehen lässt. Und es ist noch was da, das merke ich, ich ziehe nochmal 2 Karten dazu, wissen wir ja auch, ne? Irgendwas ist noch da, was dich wie ein bisschen blockiert. Und das ist ja das Thema dieser Legung. Wir haben hier einmal das Haus, es kann fürs materielle Zuhause stehen oder ein Zuhausegefühl, was man sich im Laufe des Lebens entwickelt hat oder Komfortzone, Abgrenzung und den Bären. Für einen gewachsenen, gereiften Zustand oder auch mal Mut, Kraft, Wille, Stärke. Der Bär ist deine Energie, da bist du, also kann theoretisch auch mal für wen anders stehen, deswegen sage ich das gerade nochmal. Da bist du sehr, sehr gut in dir und du bist auch stark. Und abgegrenzt gegenüber dem Haus. Ich muss noch mal in das Haus reinspüren. Mit dem Haus stimmt was nicht. Ich kriege es aber nicht ganz in Worte, was es ist. Es kann sein, dass wir hier von deiner Herkunftsfamilie sprechen, wo dir etwas sehr zugesetzt hat. Und das, was dir sehr zugesetzt hat, noch irgendwie in dir ist, auf welche Art und Weise auch immer, ob das Gefühle von damals sind, die du noch unterdrückt hast und die du mal zulassen müsstest, damit sie gehen können, oder ob das Verletzungen sind, die du schon akut spürst. Ich habe ja gesagt, hier ist auch ne, die Sense, die verletzt irgendwie die Gefühle. Da ist auch eine Angst mit drin in dem Mond. Und hier ist so, du bist an deinem Neuen erschaffen. Du bist sehr gewachsen. Du hast ganz, ganz viel für dich geschafft. Und hier mit dem Haus kann wirklich gut deine Herkunftsfamilie oder dein Herkunftsfamiliensystem sein. Kann theoretisch auch was anderes sein, aber das hat schon was mit dem Kern, mit der Ursache deiner Schwierigkeiten hier zu tun, die wir hier im Berg haben, ne, und in der Sense haben. Da ist irgendwas, das war. Da spürst du dich selber auch nicht gut in diesem Haus. Da ist irgendwas nicht ganz gut gewesen. Ich fasse es jetzt nicht weiter in Worte, weil das auch bei jedem von euch ja ein bisschen was anderes ist. Ich lasse es mal so stehen, aber wer hiermit resoniert, der wird schon oder die wird schon wissen, was es ist. Der Ritter der Schwerter und die 5 der Schwerter.
Das sind diese Zweifel, ne? Ich bin auf meinem Weg, aber irgendwas blockiert, irgendwas hindert. Irgendwas blockiert, irgendwas hindert. Ich ziehe auch hier nochmal zwei Karten. Hier haben wir die Schlange für ein nicht ganz frei fühlen können. Verwicklungen, Verstrickungen. Und das Schiff für ein Weiterziehen oder auch Sehnsucht. Ja, das ist auch das Schiff kann nicht richtig weiterziehen, weil hier noch was ist, was dich momentan blockiert. Hier ist noch was, was dich momentan blockiert. So, und jetzt hoffen wir, dass wir hier auch noch ein bisschen die Lösung des Ganzen sehen, die sich natürlich aber auch in dir entfalten kann durch so eine Legung, wenn einem die Dinge noch mal bewusster werden. Aber wir gucken mal, was wir hierzu noch weiter bekommen. Die potenzielle Weiterentwicklung mit den 9 der Schwertern, dem Rat des Schicksals und den 2 der Kelchen. Ich habe das Gefühl, mit den 9 der Schwertern hast du wieder mehr Abstand dazu. Du siehst nochmal, was das ist, was dich hier so bewegt hat. Und du kannst es jetzt wieder für dich besser einordnen. Also scheint hier wirklich nochmal ein Thema akut hochzukommen, was nochmal gelöst werden will. Mit den 9 der Schwertern erkennst du deine Sorgen und die Schwierigkeiten. Aber du kannst es für dich auch wieder besser einsortieren und gehst wie auf eine reflexive Ebene dazu. Also raus ein bisschen aus der direkten Connection und so ein bisschen, okay, das und das ist. Puh, ich atme, bin wieder einen Schritt rausgegangen, kann erkennen, dass diese Schwierigkeit da ist, aber dass sie eigentlich auch gehen kann. Ne? Und das ist immer, wir pendeln ja zwischen, man sagt, der Identifikation mit den Gefühlen und zwischen der reflexiven Ebene mit den Gefühlen. Wenn ich mit Dingen identifiziert bin, sehe ich sie nicht klar, weil ich total verschwommen mit denen bin. Und das ist auch okay, weil das einfach auch so ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Kinder noch nicht so haben, wir als Erwachsene aber haben, und zwar auf die reflexive Ebene zu gehen, wieder einen Schritt raus, atmen, das Ganze etwas von außen zu sehen, von außen zu betrachten und zu erkennen, was das Ganze ist, auch den Kopf einschalten zu können, mit dem Kopf Dinge verstehen zu können, ist unfassbar hilfreich. Und sowohl beim Berg nehme ich dich auf dieser Ebene wahr, das erkennen zu können, als auch hier sehr stark. Das Rad des Schicksals. Ja, und hier ist wieder dem Leben freien Lauf lassen. Das ist mein Gefühl. Du hast es erkannt, kannst es einsortieren und deswegen kann sich deine Welt jetzt auch wieder weiter drehen. Sie scheint hier ein bisschen stehen zu bleiben. Hier kann sie sich wieder weiter drehen und du kannst wieder Ja zu den neuen Windungen des Lebens sagen, ne, die ganz früher mal gar nicht möglich gewesen wären und die du dir ja im Laufe der Zeit hart erarbeitet hast. Die 2 der Kelche. Hier ist sehr viel Harmonie drin. Ne? Beziehung auf Augenhöhe ist das, sich auf Augenhöhe, also auf Augenhöhe jemandem begegnen oder auch dem Gegenüber begegnen. Wir haben hier einmal den Turm für einen Rückzug kann der stehen, aber auch für anderes. Und dann haben wir die Wolken für Unklarheiten bzw. hier eher eintretende Klarheiten. Ja, du erkennst, dass diese Beziehung, also das erkennst du hier auch schon irgendwie wieder besser, dass diese Beziehung in Abgrenzung zu den alten Geschichten ist. Du gehst ja in Abgrenzung zu den Schwierigkeiten aus der Vergangenheit, sagen wir mal so. Ne? Und das ist der Turm. Das ist diese Abgrenzung zu den alten Dingen. Zu erkennen, dass in dem Neuen dieser Berg gar nicht vorhanden ist. In der Beziehung mit deinem Gegenüber
sind die Schwierigkeiten, die du in einem früheren Herkunftsfamiliensystem, sagen wir mal so, wahrscheinlich ist es das, hattest, es ist in dieser neuen Beziehung, die funktioniert gar nicht so, die funktioniert ganz anders. Und du gehst, und dadurch, dass du dich wieder abgrenzen kannst gegenüber den alten Schwierigkeiten, kommt hier die Klarheit rein, also die Wolken ziehen wieder weg, ziehen ja hier schon, ne, aber hier nochmal besonders, und du kannst euch in Klammern wieder genießen. Ja? So. Ich ziehe für deinen Prozess, wie immer, zwei Karten. Eine aus dem Aspekte-Kartenset und eine aus dem Deck Heile dein inneres Kind. Beide lese ich nur vor und du guckst, was es mit dir macht. Hier haben wir einmal die Karte Humor. Ich bringe jeden zum Lachen. Guck mal, was das mit dir macht, warum diese Karte jetzt zu dir gekommen ist. Spür da einfach in dich rein. Wenn es heute nicht kommt, dann vielleicht in 3 Tagen, warum die Karte kommt. Und aus dem Deck Heile dein inneres Kind. Jetzt habe ich eine gezogen, aber da war ich jetzt irgendwie doch nicht so stimmig mit. Sehr selten, aber das machen wir nochmal anders. So, mein inneres Kind mag Aufrichtigkeit. Ehrlichkeit ist der Leitfaden meines Alltags. Ich verheimliche nichts und versuche nichts zu verbergen. Aufrichtig und klar begegne ich mir selbst und meinen Mitmenschen. Jede Unklarheit räume ich aus dem Weg und bin dankbar dafür, dass die Aufrichtigkeit des inneren Kindes durch mich wirkt. So, liebe Waage, jetzt noch 3 Karten zu eurer Beziehung. Einmal deine Beziehungsenergie, der Herrscher. Herrscher kann unter Umständen mal für wen anders stehen, ist aber wahrscheinlich für dich. Wir werden sehen. Vertritt das männliche Element im Tarot, Ordnung geben, Struktur geben, Aktivität und noch viel mehr. Dann haben wir die Energie zwischen euch mit dem Ritter der Kelche, den klaren, echten und authentischen Gefühlen. Und dann haben wir auf der Seite deines Gegenübers die 7 der Kelche. Die 7 der Kelche für einen Entscheidungsfindungsprozess oder eine Entscheidung, die schon getroffen werden konnte. So, der Herrscher und der Ritter der Kelche. Ja, der Herrscher ist deine Energie und es ist so ein bisschen, also eher im Sinne des Wortes der Herrscher, ein sich beherrschen. Ein momentan ein bisschen einfrieren. Also einfrieren ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber so ein bisschen in die innere Starre kommen, weil da diese Schwierigkeiten sind. Der Ritter der Kelche zwischen euch. Das ist ein ganz wichtiger Faden. Das ist ein ganz wichtiger Faden, der jetzt ganz, ganz hilfreich ist. Nämlich, das ist das, was ihr habt. Die klaren, echten Gefühle. Keine Verstrickungen. Es sind die klaren, authentischen Gefühle zwischen euch, die euch tragen. Ne? Auch durch schwere Zeiten tragen. So. Meine liebe Waage. Und jetzt gehen wir in die weiterführende Legung. Ich gucke mir die 7 der Kelche an, gucke, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt es her, wo geht's hin, noch einiges mehr und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Den Link findest du, wie gesagt, in der Infobox. Freue mich sehr, dass du da warst und freue mich natürlich, wenn wir uns gleich wiedersehen. Bis dann.